Okay, du musst überzeugen. Du musst überzeugen. Okay, werdet schon sehen. DJ, spin that shit. In diesem Sinne sage ich guten Tag. This is the end. Nein, wir machen nicht den Kanal zu. ihr werdet es höchstwahrscheinlich dann am wunderschönen Thumbnail sehen können. Ich hoffe, ich kriege das einfach so hochgeladen. Und ich muss mich ein ernstes fragen, wie tief ist Truckers MP gesunken? Wie tief ist Truckers MP gesunken, dass man mich jetzt bannt? Wegen Reckless Driving. Reckless Driving heißt ja nichts weiter. Im kleinen Blick. Also ich musste ganz kurz noch jemanden was per WhatsApp schreiben. Reckless Driving heißt ja, dass ich rücksichtslos gefahren bin, ne? Dass ich mich nicht an die Verkehrsordnung gehalten habe. Ich werde jetzt alle meine Streams, die ich gemacht habe, auch die, die auf nicht gelistet gestellt sind, auch die werde ich jetzt Truckers MP zur Verfügung stellen. Da dürfen Sie gerne lesen. Da dürfen Sie gerne nachgucken. Aber das geht nicht. Ja, das geht gar nicht. Dass ich gebannt wurde wegen Reckless Driving, ich glaube für 3 Tage, wenn nicht sogar noch länger. Ich werde jetzt auch nach diesem Video zu denen auf den Discord-Server gehen und fragen, was der Scheiß soll. Es kann nicht sein, dass hier minderjährige Admins darüber entscheiden, was legal und was nicht legal ist. Das geht ein Stück zu weit. Sorry, dass ich das sage. Ich habe ja einen angeblichen Admin bei mir im Livestream. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich Admin ist. Ich glaube es ihm jetzt erstmal. Oder auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kurios ist ja immer dann, wenn irgendwie was ist. Ist nicht bös gemeint, ne? Aber immer wenn es irgendwie zu Engpassen kommt, sagt er, er hat gerade Pause oder er hat gerade was anderes zu tun. Und das ist dann immer ein bisschen kurios. Jetzt wurde ich gebannt wegen Reckless Driving, also wegen rücksichtsloses Fahren, was ich so nicht verstehe, weil ich mich an die Verkehrsregeln halte. Da ich jetzt erstmal gebannt bin, werde ich das Spiel tatsächlich jetzt patchen. Ich werde ETS 2 auf die 1.31 Public Beta setzen, da die offizielle Version noch eine ganze Weile dauern wird. Sie haben nämlich vor, und das habe ich nochmal nach und nach gelesen, ne? Ich habe immer wieder geguckt, ob ich das nochmal finde. Ich kann euch das auch hier in dem Video verlinken. Da könnt ihr das gerne nachlesen, und zwar ist es auf der Seite von der TSM-Map. Die TSM-Map ist, ja, das sind Modder, die eine Map-Erweiterung gebaut haben. Die sieht auch sehr, sehr toll aus. Da gibt es halt jemanden, der sich ganz, ganz viel Mühe macht, die ganzen Bilder dann nochmal hochlädt und die Texte auf Deutsch übersetzt, weil es ja auch Leute gibt, die nicht so gut in Englisch sind. Und da ich immer keinen Bock habe, Englisch zu lesen, sondern das gleich auf Deutsch haben möchte, gehe ich immer auf die TSM-Map. Außerdem bin ich seit Jahren ja, ein treues Mitglied bei der TSM-Map. Also was heißt treues Mitglied? Ne? Ich bin kein Mapper oder kein Admin dort, sondern bin ein User, der seit Jahren
dort Mitglied ist und sich da registriert hat und auch gerne die Map fährt. Ja, manchmal habe ich so meine Blessuren mit der Map, ne, wo ich dann sage, oh, ist ein bisschen anstrengend mit der Map. Aber was soll's. Das heißt, ihr bekommt heute leider keinen Livestream von dem Multiplayer, sondern den Livestream von der Public Beta. Ja, wir werden gemeinsam den LKW hier umbauen. Mama, ich habe ihn extra ganz kurz gezeigt mit ein bisschen schlechter Musik von KIZ, aber ich mag dieses Lied, wie gesagt, weil es halt sehr schön Aggression rauslässt und man da einfach mal mitbrüllen kann. Deswegen hatte ich mein Mikro die ganze Zeit aus. Ich muss kurz gucken, ob es anders ist. Es ist tatsächlich an. So, ne, das ist ja noch hier aus der Aktion von Dirk 42 in Friends. Und wir werden jetzt halt den Bann nutzen, um diesen LKW seiner endgültigen Lackierung zukommen zu lassen. Ich weiß, ich mache das normalerweise ungern mit den Däumchen. Das wisst ihr, weil ihr sollt ja selber entscheiden, ob ihr das Video mögt oder nicht, ne? Aber wir müssen das heute mal ein bisschen machen mit den Däumchen. Und zwar, wir machen das so, ihr sollt diesmal wirklich das Video nicht liken, weil euch der Scheiß hier gefällt, sondern weil ich zu blöde bin, eine Abstimmung reinzumachen, nutzen wir das mit den Däumchen. Also, ein Daumen nach oben heißt, wir bauen ihn zu einem Vierachser, das heißt, er wird dann ein Vierachser und wir hoffen, dass der Tank einfach groß bleibt, ne, dass halt der Extra-Tank hinten funktioniert. Das heißt dann Daumen hoch, ne, Vierachser, Daumen hoch und Daumen runter heißt, er bleibt beim Dreiachser. Ne, das, wir sehen das jetzt nicht als positive oder negative Bewertung, sondern einfach, Cookie ist zu blöd, das einzubauen. Ne, es gibt ja andere YouTuber, die können das, ne, die kriegen das ganz, ganz gut hin, aber aufgrund des Bands müssen wir jetzt halt ein bisschen umdenken. Jetzt war ich natürlich wegen einer Sache ein bisschen genervt und geknickt und hast nicht gesehen und da muss ich nochmal mich ganz, ganz lieb nachher bei jemandem bedanken, der die ganze Zeit da ist für mich und ja, mal wieder Händchen hält. Ich lasse mich nicht unterkriegen, ihr lasst euch nicht unterkriegen. Bewertet dieses Video, ne? Ihr könnt nichts unter dem Video schreiben, das wisst ihr, aber guck mal, ich habe da zum Beispiel einen Dreier-Auspuff rangebaut und da ein Zweier. Oh, ist das hässlich. Egal, er wird ja eh heute umgebaut. In einem Livestream. Ne? Heute wird er umgebaut. Wir gehen heute in den Livestream um 18 Uhr ungefähr. Gehen wir näher drauf ein, was wir ändern wollen an diesem LKW, was wir vielleicht machen wollen. Wir haben ja schon getestet, ne, ob die Kilometer stehen bleiben. Und ich würde sagen, wir nutzen diesen Bann. Natürlich werde ich mich jetzt mit den Leuten in Verbindung setzen. Ich werde mir auch dieses Video angucken. Ich werde mir das Video angucken und werde auch meinen Kommentar dazu abgeben. Und ich muss mal gucken, dass ich mir noch fix einen anderen Browser installiere. Ja, mal gucken, Opera oder so. Dass ich mal ganz kurz eine Desktop-Aufnahme machen kann, dass wir uns vielleicht das gemeinsam angucken können, weil ihr wisst, ich möchte nicht meinen Desktop zeigen, weil geht keinem was an. Ich kann euch sagen, was auf meinem Desktop-Hintergrund drauf ist, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Google Chrome benutze, ich habe da zum Beispiel ein Winnie Pooh, da hat mir mal der Cakey beigeholfen, das Ganze zu gestalten und ich finde das halt ganz süß mit dem Winnie Pooh, das mag ich, ne? Aber ihr sollt auch nicht sehen, was ich abonniert habe, ne? Und dann auch auf welchen Teamspeak-Servern ich rum. Ja, ich bin, Dauergast bei mir selber auf dem Teamspeak oder halt beim Dirk 42 bin ich auch oft drauf, ne? Also jetzt bin ich da öfters drauf, ne? Nachdem ich mich getraut habe, auch mal mit den Leuten zu adden. So, dann ist ja noch das nächste Ding hier, ne? Dann habe ich ja hier auch noch einen Discord-Server, ne? Einen eigenen Discord-Server für euch und einfach auch Schutz, zum Schutz der, die bei mir drauf sind, ne? Dass das nicht gleich jeder sieht, möchte ich das halt nicht so zeigen. Deswegen werde ich dann nachher ein extra Bild machen, vielleicht, um das kurz mit euch gemeinsam zu analysieren, was denn da los ist. Ne, vielleicht seht ihr dann auch, wie alles hier eingestellt ist, aber das ist ja relativ unwichtig. Ne? So, das ist halt das Ding. Wir werden gemeinsam den LKW umbauen. Ihr wisst, Däumchen hoch heißt, wir machen einen Vierachser. Däumchen runter heißt, er bleibt ein Dreiachser. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeguckt habt und ich werde jetzt selber schon mal das Video für mich gucken.
Was es damit auf sich hat, ne? Oh, ein Lenker. Guck mal, ne? Wenn wir von außen lenken, übrigens, braucht es länger, als wenn ich es von innen mache. Es kommt mir vielleicht auch nur so vor, ne? Jetzt drehen wir den wieder hundertprozentig gerade. Irgendwas wollte ich euch noch zeigen an dem LKW. Ach so, da wurde nämlich gefragt, was zum Beispiel das an sich hat. Wir machen den mal ganz kurz. Ne, wir müssen den ausmachen. So. Ne, jetzt machen wir einfach mal Licht an. Komplett. So, dann haben wir noch das Fernlicht, ne? Das hat nämlich gestern einer gefragt, was das ist mit der Lichthupe. Und die Lichthupe ist ganz einfach. Da gibt es nämlich einen magischen Knopf. Und dann blinkt der LKW immer ganz kurz auf, ne? Das ist die Lichthupe. Das wollte ich eigentlich noch zeigen. Gestern habe ich vergessen. Ich glaube, der Felix oder so war das, der gefragt hat, was denn die Lichthupe ist, ne? Damit gibt man halt Lichtsignal. Anders, nicht zu vergleichen. Ne? Das sind die Huben, lieber Felix, ne? Und dann gibt es halt noch die lautlose Hupe, die Lichthupe. Damit symbolisiert man zum Beispiel, dass man jemanden vorlässt. Ne? Oder aus Höflichkeit. Aus Höflichkeit kann man das noch machen. So, ne? So, also ich kann es dir auch nochmal von hinten zeigen, weil ich glaube, da sind die Blinker besser zu erkennen. Na, dass man halt etwas langsamer als ich das jetzt mache, ne? Damit kann man sich auch zum Beispiel bedanken. Ne, dann haben wir noch das hier und so. So, so viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich glaube, das Thema Lichthupe hätten wir dann geklärt. In diesem Sinne, Tschüssen mit Ösen, Sushi und bis nachher 18 Uhr.